Sie verbeugen sich vor der Majestät. Eine Monarchie stand am Anfang eines Afrika, das sich aus kolonialer Klammer zu lösen beginnt. Die Majestät verteilt Almosen. Das war die soziale Gerechtigkeit in Äthiopien des Kaisers Haile Selassie. Er gilt als Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeit. Er war einer der Väter der Dritten Welt. Sein internationales Ansehen hat lange die Klage verdrängt. Die Klage seines Volkes über den gottähnlichen Potentaten, der über sein eigenes Land hinwegsieht. In diesem Jahr wurde der König der Könige gestürzt. Zuerst nahm man ihm seine Minister, dann seinen Palast, zum Schluss seine Freiheit. Dass er noch leben darf, verdankt er der Beutegier seiner Nachfolger. Sie wollen den Negus gegen sein Bankkonto in der Schweiz eintauschen. Ein neues Äthiopien oder nur neue Machthaber?